Hallo meine die brachiale Masse anstrebenden Freunde, wir haben heute ein weiteres Video und zwar gibt es heute ein richtig fettes Overeating. Warum? Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich liege jetzt bei etwa 4700 Kilokalorien bald. Wir haben es jetzt gleich 21 Uhr, also ich werde heute in etwa auf 5000 Kilokalorien, gute 5000 Kilokalorien, je nachdem wie viel ich hier noch herumorgeln werde, kommen und habe mir gedacht, okay, dann filmst du mal ab, wie du dir jetzt so ein richtig krankes Overeating reinprescht. Ich habe mir ein paar Regeln aufgestellt. Also 5000 Kilokalorien sind angestrebt. Ich wollte eigentlich 24 Uhr im Bett sein. Also ich habe jetzt noch ungefähr gute 3 Stunden Zeit, um mir das einzuverleiben. Es sollen keine Mahlzeiten doppelt vorkommen. Also zum Beispiel keine 2 Pizzen. Und ich will natürlich meine allgemeinen Parameter einhalten. Also soll alles nach If It Fits Your Macros passen. Das bedeutet, ich will maximal roundabout 2,5 Gramm Eiweiß haben. Maximal 1,5 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht und der Rest dann entsprechend über die Carbs. Ich will mein Gemüse haben, was ich sonst mit drin habe. Omega-3 gibt es noch dazu und mit dem Gemüse habe ich dann logischerweise auch meine Mikronährstoffe, Ballaststoffe, ein bisschen Obst ist dabei etc. Ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt, hoffe ich komme einigermaßen hin. Es gibt auf jeden Fall herzhafte Sachen und es gibt natürlich auch Süßes. Und wie das Ganze jetzt aussieht, das sehen wir jetzt. So, als erste Mahlzeit, wie immer, Fisch oder Fleisch bei mir mit Gemüse und einer etwaigen Beilage. Ich habe mich auf jeden Fall wieder für meinen Knobi-Fisch entschieden. Dann gibt es französisches Gemüse, also wieder mal eine Pfanne, wie so oft. Und dazu gibt es heute Bratkartoffeln, 500 Gramm, damit starten wir. Aber davor, meine Freunde, gibt es noch was ganz Wichtiges, damit wir ordentlich mit dem Overeating beginnen können. So, dann würde ich mal sagen, Prost. So meine Freunde, während mein Fisch brutzelt und das Gemüse und die Bratkartoffel, habe ich das Ganze jetzt schon mal eingegeben, was wir bis jetzt haben. Also ich habe ein Skier heute bis dato gegessen, ich hoffe man kann es lesen. Ein Skier, 2 Eier und jetzt kommen die 500 Gramm Bratkartoffeln dazu, der Cup Seehecht und die Gemüsepfanne und wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen, also vorher waren es in etwa 380 Kilokalorien, die ich erst drin hatte, ne 360 in etwa, also müssen wir bei 5360 Kilokalorien auf jeden Fall landen. Jo. Ja, da haben wir noch ordentliches vor uns, denn wir sind bei 1300 Kilokalorien. Ich denke mal, da bereite ich schon mal nebenbei das nächste vor, weil wir haben halt nicht so viel Zeit und es ist schon 21:30 Uhr. Wie gesagt, bis 24 Uhr wollte ich eigentlich mit durch sein. Also zum Essen bleibt mir am Ende des Tages wahrscheinlich 2,5 Stunden für die 5000 Kilokalorien. Mal sehen, ob ich das packe. Nächste, was es auf jeden Fall gibt, sind Kartoffelpuffer. Es sind 10 Stück drin. Ich werde mir 8 Stück machen, damit ich morgen noch 2 für meine Katitza habe. Heute aber keine Katitza, sondern heute gibt es die mal mit Apfelmus, wie bei Oma. Ich glaube, Zucker klatsche ich mir nicht noch zusätzlich drauf. Ich will ja hier nicht großartig cheaten, beziehungsweise ich werde nachher schon genug Zucker mir noch einverleiben. Deswegen Kartoffelpuffer mit Apfelmus, auf jeden Fall das nächste und das kommt jetzt erstmal in den Ofen. So meine Freunde, jetzt geht's auch ab mit euch in den Ofen. Und oben geht es zu seinem Gang. Also das erste ist gleich fertig. So, um ein bisschen Zeit zu sparen, gibt es auch schon das nächste, was jetzt in den Ofen kommt. Und zwar die Rigano Pizza. Ich denke mal, die meisten oder zumindest einige von euch werden sie kennen. Ich habe die schon mal vorgestellt, weil die hat halt, ich hoffe, man kann es sehen, nur 23,1 Gramm Fett, 81,6 Gramm Carbs und 34,3 Gramm Eiweiß aus dem Aldi. 350 Gramm und knapp 700 Kilokalorien. Ich könnte mir natürlich an so einem Tag auch deutlich, ja, sag ich mal, kalorienstärkere Pizzen reinhauen. Aber da ich die Pizza eigentlich ganz gerne esse, dachte ich mir, ich entscheide mich doch für die Lean-Wahl und kann dadurch noch ein bisschen Fett für später sparen. Und ja, das ist mein drittes herzhaftes Meal quasi. Also, ja, obwohl die Kartoffelpuffer sind ja auch so ein Mix dann mit dem Apfelmus. Also wir haben gleich die ordentliche Mahlzeit, sag ich mal. Dann haben wir die Kartoffelpuffer mit Apfelmus, dann die Pizza. Und dann geht's an die richtig süßen Sachen.
So, die sieht auch von Natur aus, sag ich mal, ganz annehmbar aus, dafür, dass sie so eine schöne Werte hat. Und die kommt jetzt natürlich auch ab in den Ofen und dann geht's gleich ans Essen. Und so sieht Meal Number One aus. Teilweise etwas zu lang in der Pfanne gewesen, beziehungsweise dadurch, dass ich abgefilmt habe und ein bisschen scharf, Digga, genau, ein bisschen in Hektik war zwischendurch, habe ich das eine oder andere ein bisschen spät umgerührt. Aber ich freue mich jetzt erstmal hier reinschlachten zu dürfen und ich denke mal, dann ist nachher auch schon, sind nachher die Kartoffelpuffer auch schon ready. Die Pizza habe ich erstmal ein bisschen weiter nach unten gepackt, damit es ein bisschen länger dauert, damit das alles so einigermaßen zeitlich hinhaut. Wir haben es jetzt, mal sehen, ich hoffe ihr könnt das sehen, 21:47 und ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal das Video vom Wochenende, wo wir bei Rico waren, schneiden, fertig machen. Ich denke mal, damit beschäftige ich mich diesen Abend und ja, die ganze Zeit werde ich wahrscheinlich dabei essen. The most important thing about nutrition is protein. Simply because protein is what builds muscle. Point simple. And if you don't eat a fair amount of good food, you're not going to get big. Throw the protein powder in the garbage, throw the weight gainer in the garbage, and stick to real food. You got to eat big to get big. It took me a very, very, very long time to learn this, but I learned it. It is fucking food time, meal time. Eat big to get big, right? Ich habe gerade gesehen, was ich mir mal hätte holen sollen. Und zwar diesen geilen Donut. Da war Nutella drin, verdammt. Alter, der war richtig geil. So, die Pizza ist jetzt auch fertig. Die war sogar schneller als die Kartoffelpuffer, deswegen habe ich die mir jetzt erstmal geschnappt, um sie mir einzuverleiben. Ich habe jetzt fast, ich hoffe man kann es sehen, wenn nicht, 4900 Kilokalorien. Also ich werde ganz gut hinkommen, wenn wir natürlich berechnen, dass ich noch einen kleinen Überschuss brauche zu dem, was ich verbraucht habe, angepeilt 250, 300 Kilokalorien, komme ich in etwa einigermaßen mit dem hin, mit dem 5000er Overeating, da ich ja erst, wie gesagt, die zwei Eier und den Skier habe, dass ich dann mit dem 5000er Overeating hinkomme. Mal gucken, wie genau wir nachher da hinkommen. Ich werde natürlich gleich erstmal ein bisschen Zwischenbilanz fahren, wenn wir mit den Kartoffelpuffern auch durch sind. My question to you is, how many meals have you had today? Probably not enough. So, what I'm telling you, get up off your ass right now. Go fucking make something to eat and eat that shit. Never be fucking big enough. Gotta eat big to get big. So get up and go fucking have a meal. Right fucking now, goddammit. Eat. Trade. So, meine Freunde, Pizza wurde einverleibt, Teller ist leer, bin mit dem Schneiden vom Video auch schon fertig, so viel habe ich gar nicht abgedreht, habe ich festgestellt. Und deswegen gibt es jetzt mal ein bisschen YouTube, wo was ziehe ich mir rein, damit ihr es auch mal sehen könnt. Ein bisschen Entertainment für mich, ja, und ein bisschen Ansporn, auch mal wieder krafttechnisch noch ein bisschen weiter nach oben zu schießen. So, die Kartoffelpuffer sind wohl fertig, die sahen aber auch schon mal irgendwie besser aus. Und jetzt geht's weiter mit etwas Süßem. Ich habe mir mal einen Flammkuchen gegönnt. Ich habe den noch nicht gegessen. Aber, meine Freunde, wenn man, ich hoffe, man kann das sehen. Na. Hier, wenn man wieder nicht scharf schalten will. So, hier. 20 Gramm Fett nur auf das ganze Ding. 86 Gramm Carbs. Und 8,4 Gramm Eiweiß. Das ist aber auch nur wirklich bei dem Apfel-Zimt-Ding so. Der Elsasser, der ist ein bisschen, ja, deutlich fetter. Und deswegen habe ich mir den auf jeden Fall nicht gegönnt. Außerdem hatte ich Bock auf Apfelzimt. Mal sehen, wie er schmeckt. Ich werde Feedback geben. Sleep, get fucking huge. Chicken, fish, steak, turkey. You're not eating for pleasure as a bodybuilder. You're eating for purpose. Gym, food, sleep. That's it. Okay.
meine Freunde, auch die Kartoffelpuffer haben sich verabschiedet. Und ich habe jetzt mal alles eingegeben, also auch schon für den Flammkuchen. Und zwar habe ich jetzt die Pizza Tricolore drin, das ist auch eine von Regano. Die hat ein bisschen weniger Kilokalorien, aber beide zusammen, also der Flammkuchen und die Pizza, kommen genau gematcht, hierbei genau aufs Gleiche hinaus, sodass ich bei 3400 Kilokalorien bin, also das, was ich eigentlich ungefähr sonst hitten würde. Und das bedeutet, dass wir bis dato, komm schon, wir haben 75 Gramm Fett, 469 Gramm Carbs und 181 Gramm Eiweiß. Und ein bisschen was haben wir denn noch vor uns. Also jetzt erstmal der Flammkuchen, dann sind wir bei 3,5. Und dann müssen noch so 2000 Kilokalorien rein. Aber bisher war eigentlich Warm-up. So, und auch der Flammkuchen ist fertig. Der wird sich jetzt gleich einverleibt. Leider auch etwas zu lang drin geblieben. Also hier schlummern schon die Kanzerogene. Also wenn ich irgendwann Krebs bekomme, dann denkt an diesen Moment zurück. Das soll jetzt nicht lustig sein. Also eigentlich die verkohlten Sachen weglassen. Ich muss mal sehen, ob es essbar ist. Ansonsten muss ich das irgendwie ausgleichen. Also Flammkuchen geht jetzt rein und dann geht's weiter mit was extrem geilem, quasi meinem Highlight. Quaker, banana nut with extra fucking protein. Now really guys, you really think there's extra protein in here? Or do you think they just fucking put that shit on there? This meal is not for my fucking enjoyment. This meal is for a purpose. And that fucking purpose is to put fucking muscle on. Meine Freunde, 5000 Kilokalorien auf jeden Fall erreicht. Ich habe noch ungefähr eine Stunde Zeit, also wir haben es jetzt 23.06 Uhr. Ich kann es ja auch mal der Validität wegen auf dem Handy zeigen. 23.06 ist auch noch geblieben, jetzt nicht 23.07 geworden. Jetzt haben wir die 3,5 weg und jetzt gibt es ein fettes Porridge, denn ich würde mal sagen, Papa muss wachsen. So, und was für ein Porridge gibt es heute? Heute gibt es mal nichts mit Eiweißpulver, weil ich denke ich mal sonst einfach so hoch liegen würde mit dem Eiweiß. Und deswegen gibt es heute das Erdnussbutter-Banane-Porridge, wie ich es am liebsten mag. Also, wir haben auf jeden Fall eine Banane, die mit reinkommt. Wir haben Honig, wir haben ordentlich Haferflocken, Milch natürlich, die Fettarme, damit wir einigermaßen hinkommen, beziehungsweise damit wir mehr Peanut Butter reinklatschen können, damit es auch ordentlich nach der Crunchy Peanut Butter schmeckt. Die Creamy ist nicht mein Fall, ich brauche die Nüsse auf jeden Fall drin. Und dann bereiten wir das Ganze mal zu. Plain old egg rice. No pepper, no cheese, no salsa, no nothing. Tastes like shit. Like fucking shit. Shut the fuck up and eat that shit. I'm not saying it's going to taste good, but it's going to get the job done. Oh, I just can't do it, Rich. I just can't eat that much food. You know, my stomach and blah, 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 blah. You know, everyone wants to be big, but no one wants to fucking eat, right? Is that Ronnie Coleman said something about everyone wants to be big, but no one wants to lift heavy weight? Well, the way I see it is everyone wants to be big, but no one wants to eat the fucking food. When you have a snack attack. Snack Attack. Das, meine Freunde, sind 1200 Kilokalorien. Pure Masse, die sich jetzt hier einverleibt wird.
Konsistenz on point, vielleicht noch ein kleines bisschen weicher, aber es zieht gerade noch nach und wird ein bisschen fester. Vielleicht muss ich noch einen kleinen Schluck Wasser oder Milch nachschießen, auf jeden Fall genauso wie ich es mag. Also, ich kann euch das Ding auf jeden Fall nur empfehlen. Der Flammkuchen, so, war eigentlich auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ein bisschen dünn war der Boden, der Rand ging auch noch so geschmacklich, aber das Porridge wird jetzt auf jeden Fall alles toppen. Good stuff. So, Porridge ist alle und jetzt gibt es noch ein kleines Dessert und dann sind wir eigentlich durch. So, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wenigstens einen kleinen Schluck trinken. Ich habe jetzt schon 100 Milliliter noch beim Porridge, also 100 Milliliter Milch nachgeschüttet, in etwa Pi mal Daumen, weil es noch so heiß war, dass es noch so nachgezogen ist, dass es immer trockener wurde, deswegen muss ich noch ein bisschen Milch nachschießen. Habe jetzt ein bisschen trockenes Maul. Und trinke jetzt mal einen Schluck. Ansonsten im Overeating, Leute, ihr habt es gesehen, ich habe die ganze Zeit nichts getrunken, war auch gar kein Problem. Bloß jetzt habe ich, jetzt habe ich langsam ein bisschen Durst. Also vorab nur den Zitronensaft und dann während des Overeatings möglichst wenig trinken, besonders wenn ihr halt entsprechend so viel essen müsst, ne? Also wenn ihr so viel Kilokalorien offen habt. Auch im Allgemeinen eigentlich erst, wenn dann nach dem Overeating moderat. Ich trinke jetzt einen kleinen Schluck, so 100 Milliliter, 200 Milliliter. Und dann, meine Freunde, habe ich mir noch was Feines geholt, Honigprinzen, und zwar sind die gar nicht so verkehrt, ich hoffe mal, ich schalte hier ein Schaf hier, also 9,7 Gramm Fett auf 100 Gramm, 69,1 Gramm Carbs und 6,2 Gramm Eiweiß, das sind 150 Gramm, auf 100 Gramm nur 394 Kilokalorien, also weniger noch als meine Weißwaffeln. Die werde ich mir jetzt auf jeden Fall einverleiben. Dann schauen wir doch mal, was so bei rausgekommen ist. Ich habe noch ungefähr 7 Minuten Zeit, denn es ist 24 Uhr. Und dann wollte ich eigentlich so langsam fertig sein. You see that vascular? You see that vascular? Let's go, baby! So, meine Freunde, es ist vollbracht. Habe ich die 5000 Kilokalorien jetzt in 2,5 Stunden in etwa geschafft. Also, wir haben es jetzt 0:04 Uhr. Also, 5369 Kilokalorien und dann kommen wir auf folgende Werte, die wir erzielt haben: 727 Gramm Carbs, 139 Gramm Fett und 241 Gramm Eiweiß. Das müsste, also 139 Gramm liegen auf jeden Fall im Rahmen, weil, also 90 Kilogramm, gute 90 Kilogramm Körpergewicht würden dann 145 Gramm, 135 Gramm Fett machen. Ich denke mal, das ist im Rahmen, das kann man gelten lassen, zumal ich ein bisschen über 90 Kilo wiege. 241 Gramm Eiweiß, da müsste ich jetzt hochrechnen, also wir haben 180 225 wären die 2,5er Grenze gewesen, also auch hier ein kleines Stück rüber. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen über 90 Kilogramm schwer in den letzten Tagen gewesen, gerade nach dem Wochenende, also eher so 91, 92 Kilo die letzten Tage, deswegen wird das wahrscheinlich einigermaßen hinkommen. Also können wir noch sagen, ist legit, auf jeden Fall mit dem 5 Gramm Fischöl, die jetzt noch kommen, wegen dem Omega 3 und 727 Gramm Carbs. Also wenn ich morgen nicht geladen bin, dann weiß ich auch nicht. Ich will nicht nochmal hören, dass einer sein Overeating mit 2500 Kilokalorien nicht schafft. Wie gesagt, okay, ich bin mittlerweile auch ein ziemlich schwarzes Loch, was sowas angeht im Overeating. Ihr seht ja, was 2 Jahre Renegade Diet aus mir gemacht haben. Ganz wichtig, wie gesagt, lasst das Trinken im Overeating sein. Ansonsten wird das nichts, wenn ihr ordentlich Kilokalorien euch einverleiben müsst. Ich hätte natürlich noch mit einer höheren Energiedichte fahren können, wollte ich aber nicht.
weil ich das in der Regel sonst auch nicht mache. Also ich hätte mir über Nüsse oder so, hätte ich mir das noch einfacher geben können. Am Ende wurde es ziemlich hart, das hat mich ziemlich in den Sessel schon langsam gedrückt und ich wurde schon jetzt ziemlich müde. Das hat sich nachher auch nicht mehr so leicht kauen lassen, aber die 5000 gingen in 2 Stunden doch recht zügig weg. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch gerne, kommentiert gerne, wenn ihr was zu kommentieren habt, besonders wenn ihr weitere solche Fressvideos sehen wollt oder wenn ihr mich mal irgendwo bei einer Challenge sehen wollt. Ich denke mal, da könnt ihr vielleicht auch mal irgendwo mitstarten mittlerweile, weil ich glaube, ich bin langsam doch nicht so so uncompetitive, wie man das auch immer jetzt bezeichnen mag. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann liked doch bitte, kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt. Und jetzt gibt es erstmal noch die 5 Gramm Fischöl. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, warum macht er das? Ja, normalerweise esse ich in etwa 3500 Kilokalorien im Durchschnitt, was jetzt in etwa 2000 Kilokalorien mehr im Overeating war, was dann schon ein bisschen heftig ist, was ich dann verstehe, wenn der eine oder andere sagt, okay, dann lieber doch keine Renegade-Diet im Aufbau. Ich persönlich liebe es ja, ordentlich abends zu essen, dabei zu chillen, irgendwas anderes zu machen, mir ordentlich den Magen vollzuschlagen und nicht über den Tag verteilt schon zu essen, um meine Performance aus den verschiedensten Gründen aufrechtzuerhalten. Damit fühle ich mich deutlich wohler, damit vielleicht der eine oder andere, der hier noch nicht so die Renegade-Diet oder sonstiges verfolgt hat, erst so ein bisschen versteht, warum ich das eigentlich mache. 5000 Kilokalorien sind dann für mich in besonders 2,5 Stunden natürlich auch schon eine ordentliche Challenge, aber dafür war der Tag absolut effektiv. Wie gesagt, 4 Stunden dann doch lieber als 2,5 Stunden und ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn der eine oder andere sagt, okay, ab 4000 Kilokalorien und mehr ist Renegade Diet absolut nichts mehr für mich. Wie gesagt, ich feiere das auf jeden Fall, so viel auf einmal zu essen und ich zelebriere das Essen dann auch immer ziemlich. Jetzt gibt es noch die Fischölkapseln und dann werde ich mich auch ab ins Bett machen, denn es ist schon kurz nach 12. Alles klar, meine Freunde, haut rein und wir sehen uns im nächsten Video.